Herzlich willkommen jetzt bei unserem Let's Play Mountain Blade Warband Napoleonic Wars. Wir befinden uns hier gerade auf dem Scheißhaus, der Chuck und ich. Wir haben gerade einen lustigen Bug entdeckt. Er sitzt hier, nutzt also gerade die Toilette. Wenn ich das jetzt noch nehme, nutze die Toilette, steht da kackt schon einer. Also, das haben wir gerade echt so entdeckt. Ja. Dann gehen wir mal in die Schlacht. Der Falco ist gerade auch da. Hallo? Ja, grüßt euch. Der rennt irgendwo hier auf der Karte rum, wir finden den nicht mehr. Genau. Und wir wollten einfach mal euch zeigen, was das jetzt ist. Also das ist das ist sozusagen Mount & Blade Warband. Allerdings eine Erweiterung, das heißt, es spielt nicht mehr im Mittelalter, sondern in den Napoleonischen Kriegen. Wir sind gerade Österreich und hier geht es gerade ordentlich hin und her. Wir sind sozusagen in einer Burg, die wir verteidigen müssen gegen andere Online-Spieler. In unserem Team sind 62 Spieler, im Gegnerteam auch 62 Spieler, also mächtig was los. Zeige ich euch mal kurz die Einheiten hier. Es gibt eben verschiedene Regimenter hier, verschiedene Aussehen und so. Man kann dann auch eben Flaggenträger nehmen, Offizier, die sehen auch anders aus hier. Ein Trommler, damit kann man dann auch Musik machen hier eben und Marschmusik. Dann Kavallerie, verschiedene Regimenter hier, die alle leider gerade schon belegt sind. Jetzt hat es mich gerade irgendwie erwischt. Du wurdest erschossen. Und ja, hier kann man auch noch Artillerie nehmen, Pionierregiment, kann man auch TNT-Kisten hinbauen und eben noch hier den General. Und ich glaube, ich muss hier kurz mal den Sound ein bisschen leiser machen. So. Truppenselektion nehmen wir jetzt mal hier den. Ich habe noch 2 Leben. Und jetzt spawne ich auch gleich wieder. Und ein Engländer ist schon in unserer Festung. Chaco, bist du? Ich bin beim Spawn gerade und renne hier gerade raus. Und da ist so ein blöder Engländer, den ich jetzt. Ja, den haben sie erledigt. Gut, da ist noch einer. Den habe ich jetzt erledigt. Sehr gut. Ui. Mensch, Alex, geht doch nicht so ab. Oh, Chuck, dich hätte ich gerade fast umgelegt, du. Ja, du, das wäre aber jetzt ganz blöd gekommen. Oh. Von hinten irgendwie. Ja, bei mir auch. Natürlich jetzt blöd, dass die Engländer schon eingedrungen sind hier in die Festung. Aber ich nehme jetzt mal noch einen Flötenspieler. Warte, ich nehme Trommler. Weißt du, wie man da zusammenspielen kann nochmal? Da muss man Let's play together. Mein Chat. Nein, da muss man irgendwie Enable Play Together klicken und dann, ich weiß nicht, wer muss da anfangen. Wo bist du gespawnt? In einem großen Haus mit Holzboden. Ja, ich auch. Da oben. Ah ne, da. Also ich drücke jetzt Rechtsklick, Enable Play Together. Hast du auch? Ja. Und jetzt fangen wir was an. Sehr schön. Ich mach mal kurz Musik. Lass mal gerade auslaufen, ja. Hier gerade aus an der Linie lang. Komm. Chuck. Ich fühle mich auch da. Was? Jetzt tanzen wir. Lass mal auf Schlachtfeld gehen. Okay, fang nochmal an. Ist aber von einem anderen Regiment der Trommler, das sieht jetzt ein bisschen unpassend aus. Egal. Wir sterben gleich. Nein. Nein, wir sterben nicht. Nur wenn sie Killgeil sind. Ja, okay, die sind Killgeil. Nein. Nein. Lass auf die Toilette gehen. Meine Tür ist weg. Mach mal Tür zu. Geht nicht. Tür ist weg.
fang nochmal eins an, dass wir nochmal düdeln können. Sehr schön. Und oh nein, tot. So, ich bin jetzt verreckt sozusagen. Jetzt können wir uns mal kurz den Map schön angucken. Ein riesiges Gemetzel. Hier wurde auch schon das sind solche killgeilen Brücke Steppen, weggebombt ey. Und hier Holzbretter wieder hingepflastert. Das finde ich auch richtig cool gemacht. Haben sozusagen hier, also die Österreicher, also mein Team, die Brücke gesprengt und die Engländer haben dann mit ihren Pionieren wieder die Brücke repariert. Mhm. Und die Engländer haben jetzt hier das Fort angenommen. Ah, halt, Falco. Echt? Ja. Ja, ich habe gerade ein paar Nudeln gegessen. Mhm. Was für welche? Ich weiß gar nicht, gab es zur napoleonischen Zeit überhaupt Schnudeln? Sicher. Gab es die damals schon? Alex, wir treffen uns auf der Toilette. Ja, der hat ja da 1600 irgendwas da in Italien, der weiß ich nicht mehr, mitgebracht. Der ist ja mit seinem Schiff bis nach China und hat dann von dort aus diese, ja, Nudeln da, also dieses Rezept mitgenommen. Okay. Wie man das macht. Alex, ja, wo bist du? Allerdings sind die Nudeln in China, die sehen ja ein bisschen anders aus wie bei uns, ne? Ja. Kann ich nicht schön spielen. So, ihr macht jetzt was? Ich spiele gerade Klavier. Ja. Jetzt mach mal die Schlacht mit. Ja, das ging schlecht. Ich bin Musiker. Aber ich komm mal runter. Wenn ich wüsste, wo lang. Ja, ein Gewehr. Boah, da hat's aber gezischt. Ja, meine Herren, wie komme ich denn hier runter? Meine Herren, kommen Sie mit. Ach, dann muss man. Ach so. Bist du oben raus, ne? Oh, du bist echt so dumm zum Kacken, Junge. Du musst mir doch einfach hinterherlaufen. Ich wie ein Mädchen, ey. Wie ein Mädchen. Aber wenn die dann hier gleich in den Hof stürmen, kann ich von oben ein bisschen runterballern. So hab ich das ein bisschen vor. Man trifft hier wahrscheinlich eh nichts. Aber naja. Ich glaube, der Chuck will sich gleich mal eine Kugel fangen. So, Ah, genau in den Grab rein, Mann. Ich seh's gerade gar nicht. Ja, ein bisschen daneben, ja, auf der Steinreihe da. Wetten, ich schaff's besser, pass auf. Und spring. Ja, und ich bin nicht mehr verreckt. Hallo! Lacker, Alter. Jetzt aufs Kreuz. Lacker. Nur Leben verloren und wahrscheinlich alle Beine gebrochen, sonst nichts. Geht ja noch. Ja, finde ich auch. Sonst geht's mir noch gut. Ich bin jetzt Kanonier und gehe auf das Dach zu den Kanonen, Alter. Best gedacht.
Ich treffe überhaupt niemanden, was soll das denn? Jetzt hat der mich... Noch nein. Du, ich werde auch Kanonier. Ist da oben noch irgendwie ein Platz für Kanonen? Ey, kannst du mir mal helfen? Ich werde vom Teamkameraden angehittet. Ich bin schon verreckt. In 14 Sekunden bin ich jetzt wieder da. Ich glaube, dann kralle ich mir da hinten hier so einen Mörser. Jetzt schnell aber aufs Dach. Alter, das sind solche Arsch. Ganz ruhig, Chuck, ganz ruhig. Komm mal aufs Dach, Alter, ich brauche Hilfe. Ich bin unterwegs, Mann. Komm mal als Elite, Mann, und er schießt diesen. Innen. Bin ich. Teamgemetzel. Warte mal, kann man die irgendwie... Lass, hör auf, nimm. Egal, lass es, Alex, lass es. Alter! Der will mich die ganze Zeit töten, ey. Bei mir auch. Das ist so ein Low-Bob, ey. Der ist so dumm. Was hat er gemacht? Ich hab den so getreten, als ich geblockt habe, und dann wollte er das auch machen, aber war viel zu weit weg dafür. Da. Ah, ich bin die Mörser. Hey, kannst du mir mal helfen, kurz wegzukloppen, ey? Ich hab keinen Bock mehr. Ja, das kann 10.000 Stunden dauern, da kommt schon der nächste. Alter! Egal. Alter, das sind viel zu viele. Oh Gott, ich bin gleich tot. Kleine Kinder, Alter. Wenn die sonst nichts zu tun haben, die kleinen Lobobs. Ja, egal, komm, das ist scheiße. Trifft er nicht mal. Wow. Scheiße, Mann, ich bin gleich tot. Das würde ich aber auch sagen, scheiß Exem. Ja, Mann, ich hab den runtergekickt. Ich schwöre, ich hab den runtergekickt. Geil, dieser Jay Dinkton, wo uns die ganze Zeit gekickt hat. Alter, wir alle gekickt und ist tot. Ich bin voll in die Kanone reingerannt. Die verfolgen mich jetzt. Wo bist du eigentlich? Ja, ich nehme hier in der Kanone. Ey, ich bin tot. Oh shit, ich hab wieder. Ey Alex, wie lange haben wir noch?
Nein. Darf ihn da raus, diese Fotze. Alex, wie lange haben wir noch Zeit? Ja, lange noch. Chuck, helf mir mal. Ich bin tot. Alter, endlich! Solche blöden Spasten, ey. Der eine wurde jetzt gekickt. Chuck, ich sehe dich. Ich dich auch. Da vorne ist Munition, dann kann ich auch ein bisschen schießen. So, einmal schön nachgeladen. Headshot. So ein Lappen. Ja, also ich denke, wir haben euch genug gezeigt. Ist natürlich nicht immer so blöd, dass dann hier irgendwelche einen trollen wollen. Ja. Chuck, hast du noch irgendwas zu sagen? Nee, eigentlich nicht. Okay, dann mit hier meiner schönen Leiche, die hier aus dem Haus rauspackt, beenden wir dann mal diesen Part hier und ja. Wir sehen uns am nächsten Video. Ciao.